Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ihr diese Vase schon sehen könnt, befinden sich dort verschiedene Pflanzen, die für meine Region, dem Münsterland, typisch sind. Ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, die Herbstfarben auch indoor zu fotografieren und damit ein wenig rumzuspielen. Und ich habe mir gedacht, komm, nehme ich euch einfach dabei mit. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. So wie man hier sehr schön sehen kann, ist der Strunk zu groß. Und den werde ich jetzt abschneiden. Auf gleiche Höhe mit den gelben Blüten bringen, da hat ja ungefähr gepasst. So, den Bildausschnitt kann man jetzt ein bisschen korrigieren. Auch den Fokus nochmal überprüfen. Verschlusszeit schon mal auf 1/125 stellen, so dass das Bild eigentlich komplett schwarz ist. Somit ist das bisherige Umgebungslicht eigentlich eliminiert. Wie man sehen kann, ist der Bildschirm schwarz. Nun beginne ich meine Kunstlichtquellen zu setzen. Ich werde ein bisschen mischen, einmal Dauerlicht und einmal Blitzlicht. Diese Lampe werde ich ein bisschen mehr auf den Hintergrund setzen, so dass das angestrahlt wird. Und den Blitz werde ich jetzt auch dazu nehmen. So, den stelle ich erstmal auf 1/64 ein. So, jetzt ist er auf 1/4. Da kontrolliere ich jetzt, ob das alles gleichmäßig ausgeleuchtet ist, und dann füge ich noch mal ein Streiflicht hinzu für den Boden. Den Blitz ein bisschen tiefer nehmen und dann noch mal. Man sieht da schon die Änderung. Und jetzt werde ich entwickeln gehen. Ja, hallo liebe Leute, ich bin jetzt in Lightroom angekommen. Ich habe schon mal drei verschiedene Aufnahmen mit HDR zusammengefügt in Lightroom, und nun geht's an die Feinbearbeitung. Da dieses Bild auch für Instagram ist, nehme ich gerne einen Ausschnitt von 1:1. Passe schon mal die Größe an. Es kann ruhig die Kanten fast berühren. So. Dann die Belichtung anpassen. Was ich erreichen möchte, ist, dass die Farben gleich schön knallig zur Geltung kommen. Also übertreibe ich es auch ein wenig mit der Sättigung. Also, ja, wo hat er sich versteckt? Da. Kann man ruhig die Rottöne hochziehen, die Orangetöne hochziehen, die gelben und die blauen. Das gleiche gilt für Luminanz. Wie man sieht, ist das richtig peppig schon. So, was können wir noch in Lightroom machen? Wir können diese Fehler korrigieren. Das klappt eigentlich ziemlich gut.
Von daher ist es auch wichtig, die Flächen direkt sauber zu machen. Dann hat man diese Probleme alle gar nicht. Aber geht hier in diesem Fall zum Glück sehr schnell von der Hand. So. Dies ist nun das finale Endergebnis. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Dann bedanke ich mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss! So, jetzt schneide ich ab.